Unser historischer Stadtrundgang führt uns zu den wesentlichen Highlights der Amsterdamer Altstadt. Beginnen wir beim Amsterdamer Hauptbahnhof bei der Zentralstation. Das rote Backsteingebäude wurde auf drei künstlichen Inseln gebaut und steht wegen des weichen Untergrundes auf rund 9000 Holzpfählen. Eröffnet wurde der Bahnhof 1889. Der Dammrak entsprach früher dem Mündungsbereich der Amstel. Beim Blick nach links sehen wir die den Bahnhofsvorplatz dominierende Basilika St. Nikolaus. Die Kirche St. Nikolaus vereint mehrere historistische Stile, insbesondere das Neobarock und die Neorenaissance. Rak ist ein altes niederländisches Wort für einen geraden Kanal. Bis 1672 war der Dammrak der belebteste Kanal Amsterdams. Auf der rechten Seite des Dammrak ist der Turm der Börse zu sehen. Die Börse ist architektonisch das wichtigste Monument der Niederlande aus dem 19. Jahrhundert. Der Damm ist der zentrale Hauptplatz der Stadt. Die wichtigsten Bauwerke auf dem Damm sind a. der königliche Palast, ursprünglich als Rathaus erbaut, und b. die gotische Liebfrauenkirche, Newkirk. Das dritte bekannte Bauwerk ist das Nationalmonument. Die neue Kirche ist die zweitälteste Kirche der Stadt im spätgotischen Stil und wurde um ca. 1400 gebaut. Die Newkirk, die neue Kirche, ist die Krönungskirche der niederländischen Monarchen. Das Nationalmonument erinnert seit 1956 an die Opfer der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg. Einige Schritte hinter dem Königspalast und der neuen Kirche steht das Gebäude der Alten Post. Heute ein sehenswertes Einkaufszentrum. Die Rathuisstraat, stadtauswärts Richtung Prinzengracht, kommen wir zur Westerkerk. Die Westerkerk wurde Anfang 17. Jahrhundert im Renaissance-Stil erbaut. Das Glockenspiel im Turm erklingt mehrmals täglich. Vom Turm aus hat man eine uneingeschränkte Rundumsicht über Amsterdam. Im Nebenhaus der Kirche befindet sich das Anne Frank Museum. Der Weg zurück Richtung Spui führt uns zum Beegenhof. Der Beegenhof ist ein wahrer Ort der Ruhe im städtischen Trubel. Beginen lebten als Nonnen, jedoch nicht in einer Klostergemeinschaft und waren deshalb Freier. Die letzte Beginin in Amsterdam starb 1971. Im Beegenhof findet sich eine sogenannte Schuldigkerk, eine versteckte Kirche, getarnt in einem Wohnhaus. Der Mundplän ist eigentlich eine Brücke, wo der Singe in die Amstel mündet. Der Mundtore, der Münzturm, ist ein erhalten gebliebener Teil eines ehemaligen Stadttores. Der Turmname weist darauf hin, dass hier Münzen geprägt wurden. Das Glockenspiel des Turmes besteht aus 28 Glocken und wird im Viertelstundentakt gespielt. Vom Mundtore zum Niemarkt kommen wir an der Scheiderkerk vorbei. Heute beherbergt die Kirche ein Informationszentrum. Wenige Schritte weiter erreichen wir den Niemarkt. 1488 wurde hier in der Stadtmauer eine massive Wehranlage mit einem Stadttor errichtet. Anfang 17. Jahrhunderts wurde die Verteidigungsanlage im Zuge der Stadterweiterung zur Stadtwaage umgebaut, die Waag. In den Obergeschossen haben sich verschiedene Zünften, Gilden einquartiert. Nicht weit entfernt vom Neumarkt stoßen wir auf die Oude Kerk. Die Oude Kerk, die alte Kirche, ist die älteste und wichtigste Kirche in Amsterdam. Es ist zugleich das älteste erhaltene Bauwerk in der Stadt. Die Kirche besitzt eine berühmte historische große Orgel aus dem 17. Jahrhundert. Abschließend geht es noch einmal quer durch die Altstadt zum abschließenden Besuch des Montelbanstor. Der Turm wurde Anfang 16. Jahrhunderts als Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung und als Wachturm über die Hafenanlage erbaut.